7 Tage anders Fernsehen. Ihr Programm in Dreisat. Dreisat heute. Ruge 1910. Der Dreisat Live Talk am Sonntag. Das Thema diesmal: Die NATO in den Kosovo. Milosevics Truppen machen ernst. Wer kann sie noch stoppen? Wiederholt sich jetzt das Drama von Bosnien? Die diplomatischen Drähte laufen heiß. Kann ein militärischer Einsatz helfen? Notfalls ohne UN-Mandat? Ruge 1910. Heute um 10 nach 7. Der Festspielsommer in Dreisat. Erleben Sie einen Abend mit den Berliner Philharmonikern. Das traditionelle Konzert in der Waldbühne. Heute um 20.15 Uhr live aus Berlin. Waldbühne 98. Dreisat am Montag. Vom Hamburger Hafen führt der Handelsweg nach Berlin und zurück. Damals in den 60er Jahren und heute im vereinten Deutschland. Ein Rückblick in die Zeit des Kalten Krieges, in das Abenteuer Grenzverkehr. Eine Reise auf der alten Transitstrecke, vom Fischmarkt zur Goldelse. Von Hamburg nach Berlin, am Montag um 20.15 Uhr. Harlem in den 90er Jahren. In Amerika der Weißen kämpfen sie um ihr Recht. An ihrer Seite Bobby Castle, Pastor und mutiger Bürgerrechtler. Erleben Sie ein ungewöhnliches Porträt. Einen Film des großen Regisseurs Jonathan Demme. Cousin Bobby am Montag um 23.15 Uhr. Der Dienstag in Dreisat. Ab Dienstag steigt die Spannung. Der Kampf um den Einzug ins Achtelfinale. Und noch ist alles offen. Live in Dreisat. Die letzten 8 Gruppenspiele. Ab Dienstag 4 Tage lang. Die Fußball-WM. Live in Dreisat. Der amerikanische Traum und die nüchterne Realität. Jeder Bürger, der ein bisschen Grips hat, wird abhauen. Und jeder, der bleibt, wird tyrannisiert. Du hast es gelegt. Frag deinen Daddy. Der Kampf der Bürger gegen Korruption und Machtgier. Gegen die zynische Politik. Eine Stadt der Hoffnung. Ein Spielfilm von John Sayles. Am Dienstag um 22.55 Uhr. Dreisat am Mittwoch. Lesen live aus Klagenfurt. Von vielen verschiedenen Tieren mit. Das Literaturereignis in Dreisat. 16 deutschsprachige Autoren, Lesungen und Diskussionen. 4 Tage lang, von Mittwoch bis Samstag, am Morgen und am Nachmittag. Der 22. Ingeborg-Bachmann-Preis. Ab Mittwoch, 9 Uhr, live in Dreisat. Sie wollen den perfekten Mord? Dann machen Sie es wie Francis Durbridge. Schleichen Sie sich auf leisen Sohlen an das ahnungslose Opfer an. Lenken Sie souverän den Verdacht auf andere. Verwischen Sie sorgsam Ihre Spuren. Und so trifft es Ihre Frau plötzlich und unerwartet. Am Mittwoch um 22.55 Uhr. Der Donnerstag in Dreisat. Das Neueste von allen Bühnen. Das Aufregende an der Kunst. Neuigkeiten und Hintergründe. Kassenschlager und Geheimtipps. Kultur und ihre beste Zeit. Kulturzeit in Dreisat. Montag bis Freitag, 19.20 Uhr. Sie reden Klartext. Und mögen's doch romantisch. Sie lieben ohne Angst und haben doch Angst vor AIDS. Durch die Straßen, durch den Regen, durch die Nacht. Jugendliche und ihre Sexualität.
Ohne Gefühl keine Liebe, doch ohne Dings kein Bums. Junge Liebe heute, am Donnerstag um 23.40 Uhr in Dreisat. Dreisat am Freitag. In gewisser Hinsicht zählt die Liebe zur Revolution. In gewisser Hinsicht schafft die Revolution Arbeit. In gewisser Hinsicht macht die Arbeit auch Spaß. Und in gewisser Hinsicht zählt der Spaß. In Kuba. In gewisser Hinsicht. Am Freitag um 23.40 Uhr. Der Samstag in Dreisat. Tipps und Trends am Samstag. Der Blickfang im Sommer mit dem richtigen Schick. Nostalgie, Glanz und Glamour. Mode am Meer. Das Spiel mit dem Feuer, mit dem richtigen Schutz. Lotionen, Cremes und Öle. Sonnenpflege im Test. Von Kopf bis Fuß. Coole Aussichten für die heiße Jahreszeit. Tipps und Trends, Mode und mehr. Am Samstag um 17.35 Uhr. Der Festspielsommer in Dreisat und die Erinnerung an einen legendären Meister des Balletts. Erleben Sie John Cranko, den großen Choreografen und seine choreografischen Erben. Tänzerische Höhepunkte mit John Neumeier, William Forsythe, Uwe Scholz und Jerzy Kilian. Eine Hommage an John Cranko am Samstag ab 21 Uhr in Dreisat. Körper erzählen Leben. Ballett und Tanztheater in Dreisat. Thank you.
Thank you.